Hallo Metals, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht 666-Pack auf TV Jungsmusik. Das Format präsentiert euch 6 Veröffentlichungen aus dem Bereich Metal and Rock im Schnelldurchlauf. Dabei handelt es sich um Releases, die schon länger auf dem Markt sind, EPs, Demos oder Alben, die wir als digitalen Download bekommen haben oder andere Formate, die woanders nicht reinpassen. Viel Spaß damit! Ohne Vorwarnung, ohne Intro, ohne Rücksicht auf Verluste knallt einem Antronomicon von Sekunde 1 an aus der Anlage in die Fresse. Der rabiate Auftakt führt einen erstmal auf das Glatteis, das hier stumpfer Death Metal aus der Hassmaschine zu erwarten ist, aber weit gefehlt. Ulta aus Oakland, nicht zu verwechseln mit dem mexikanischen Ulta oder Ulta aus Köln oder den 30 anderen Bands, die sich nach einer Stadt aus dem Kosmos von H.P. Lovecraft benannt haben, liefern auf Antronomicon progressiven und ordentlich angeschwärzten Death Metal ab. Als ob die komplexen Songs nicht schon beeindruckend genug wären, ist die Platte auch nur die Hälfte eines Doppelreleases. Zeitgleich erscheint mit Helionomicon der Plattenzwilling. Auf Antronomicon entführen 8 Songs in einen gnadenlosen und schwarzen Kosmos. Dabei schaffen es Ulta bei aller Komplexität mitreißende Songs zu komponieren, die auch wirklich hängen bleiben. Verbunden mit der Aggressivität des Black Metal muss man da an Morbid Angel denken, an Sulfur Aeon oder späte Death und hier und da blitzt auch mal Behemoth auf. Das ist ungeheuer faszinierend und wächst mit jedem Hören. Ich kann verstehen, wenn manchen das zu verspielt und vertrackt klingt, aber wer Lust hat, in Welten der Finsternis einzutauchen, entdeckt hier immer wieder Neues, ähnlich wie beim Cover-Artwork. Wie gesagt, erscheint parallel ein zweites Album und hier haut die Band dann richtig auf die Erzählerkacke, denn Helionomicon enthält nur 2 Songs, aber das sind dann 20 Minuten Brocken. Das ist dann was für Fans, die ihren Death Metal gerne bei einem guten Whisky im Ohrensessel genießen. Die Alben sind thematisch verbunden, was auch dadurch verdeutlicht wird, dass beide Cover-Artworks ein Gesamtkunstwerk ergeben und auch Sound und Songwriting sind aus einem Guss. Ulta haben ein mächtiges Projekt rausgehauen, das erarbeitet werden will. Das ist Musik für alle, die ihr Nietzsche gern mal im Moshpit lesen. Intellektuell wie Ulta gehen Rage Behind nicht zu Werke, eher im Gegenteil. Wunderbar stumpfer Bolocore, gepaart mit Groove Thrash, laden weniger zum Teentrinken ein, sondern verführen zum Stage Dive vom heimischen Sofa durch Omas Fliesentisch oder auf dem Balkon ein Ölfass anzuzünden. 5 Stampfer präsentiert das maskierte Quintett auf ihrem ersten Lebenszeichen garniert mit herrlichem Gebrüll, wobei sich der Sänger auch cleane, wenn auch angepisste Vocals traut. Generell merkt man dem Songwriting an, dass wir es hier zwar mit einer neuen Band, aber keinen Anfängern zu tun haben. Der Groove und die Gangshouts entführen mich so hart zurück auf die Tanzflächen der 90er, dass es eine Wonne ist. Gleichzeitig ist der Sound im Hier und Heute verankert und erinnert zum Beispiel an Rise of the North Star. Ob ich das hier auf einem kompletten Album brauche, weiß ich nicht. Eigentlich ist eine EP das perfekte Format für die Mucke. Nach knapp 20 Minuten fühlt man sich angenehm durchgewalkt, Teile der Einrichtung sind zerstört und man verbleibt mit einem angenehmen Hunger auf mehr. Bei einer Spielzeit von einer Dreiviertelstunde oder mehr könnte der Effekt abnutzen. So oder so macht das alles höllisch Bock und wenn die Band ihre Energie auf die Bühne transportieren kann, dürfte sie so manchen Festival-Moshpit zerlegen. Whisky Ritual aus dem Norden Italiens kloppen bereits seit 2008 herrlich primitiven Black'n'Roll auf Langspielplatten. Und auch ihr neuestes Album Kings, das erst Ende des vergangenen Jahres das alkoholdunstgeschwängerte Licht der Metalwelt erblickte, steht seinen Vorgängern da in nichts nach. Die selbsternannten Black Metal Ultras aus Parma packen 8 punkig black-metallige Songs in 37 Minuten Drecksau-Party und für mich funktioniert jeder einzelne Song davon so gut, ich möchte mich beim Hören jedes Mal sofort besinnungslos saufen. Und ich denke, das werde ich auch tun, denn im Februar kommen die Jungs mal wieder auf Deutschland-Tour und man muss sich ja schon mal rituell warm trinken. Whisky Ritual, definitiv klare Empfehlung für alle, die aus Metal,
keine Quantenphysik machen müssen. In diesem Sinne, Prost! Gleich nachdem sich Soisian auf den Preis für das langweiligste Intro des Jahres beworben haben, legt die Elektro-Core-Band auch schon so richtig los. Synthes, Samples und hibbeliger Metalcore geben einem das Gefühl, zwischen zwei verfeindete Kirmesfahrgeschäfte geraten zu sein, die sich einen Soundbattle liefern. Zack, kommt schon der gefällige Refrain, zack, und weiter geht es mit akustischer Epilepsie, bevor zum Schluss die ausgesprochene Anweisung zum Mithüpfen erfolgt. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ich gebe gern unumwunden zu, dass ich mich für den Sound generell ein bisschen zu alt fühle, aber das kann nicht der alleinige Grund für meine Überforderung sein. Ich mag anstrengende Musik, aber hier kommt zur Hektik auch noch völlige Überfrachtung dazu. Die Belgier scheißen einen mit Soundwänden zu, die einen nur noch erschlagen. Die Band selbst nennt das Cinematic, aber wenn das akustisches Kino sein soll, dann wohl einer dieser neuen Actionfilme, die mit Schnitten im Millisekundentakt Geschwindigkeit vorgaukeln wollen, denen man aber einfach nicht mehr folgen kann und die man ganz schnell wieder vergisst. Was mich aber am meisten abschreckt, ist das im Elektrocore bzw. Metalcore seit einiger Zeit übliche Boyband-Gejaule, um die harten Passagen zu konterkarieren. Vor meinem inneren Auge sehe ich die Band bei Top of the Pops synchron zu ihrem Playback hopsen, während sich hysterische Teenies vor lauter Begeisterung die ersten Achselhaare ausrupfen. Was soll das? Ich versteh's nicht. Die einzige Band, die das meiner Meinung nach vernünftig hingekriegt hat, waren Linkin Park auf ihren ersten beiden Alben. Naja, wenn es den Leuten gefällt, meinetwegen. Technisch ist das auch alles gut gemacht. Der Sound ballert und bei allem Schichtsalat kommen die einzelnen Spuren und Instrumente gut zur Geltung. Aber der Band fehlt die Eleganz von Enter Shikari, der Humor von Electric Callboy und die Catchiness von Falling in Reverse. Trotzdem muss ich zugeben, dass mich einige Passagen echt gekriegt haben, die aber meist leider zu schnell vorbei sind. Und mit dem flotten House of Cards und dem Banger Equilibrium hat man am Ende des Albums noch zwei Songs versteckt, die tatsächlich bei mir hängen geblieben sind. Wie gesagt, vielleicht bin ich einfach zu alt für den Scheiß. Aber ich setze mich jetzt erstmal zur Entspannung eine Stunde vor ein Stroboskoplicht. Drei Jahrzehnte haben Tools auf dem Buckel, wenn auch mit Unterbrechung. Jetzt ist mit Fundens Call ihr 7. Album erschienen und die erste Erleichterung ist schon mal, dass man ein ordentliches Artwork ausgewählt hat. Immerhin hatten die Norweger in ihren Anfangsjahren Cover von ausgesuchter Schäbigkeit. Dieses Mal hat man sich für ein klassisches Landschaftsgemälde entschieden, das tatsächlich die Stimmung der Scheibe sehr gut einfängt. Zwar wird klassischer norwegischer Black Metal geboten, der ohne Probleme in einem Lehrbuch zum Thema stehen könnte, aber es ist weniger frostig und klirrend kalt als vielmehr eine herbstliche Stimmung. Man wähnt sich eher im Wald an einem nebligen See als in einem Schneesturm. Die Vergleiche mit Satyricon und natürlich der Zwillingsband Cold liegen nah und das Trio schafft es, die 10 Songs abwechslungsreich zu gestalten. Da gibt es flotte Aggressivität, dann groovt es mächtig und an anderer Stelle sorgen Akustikgitarre und Klavier für dunkle Farbtupfer. Alles tutti also? Nicht ganz. Ich konnte es erst gar nicht greifen, warum es die Platte bei aller kompositorischen Qualität nicht schafft, mich zu packen. Bis ich drauf kam: Es ist der Sound. Und zwar nicht die Produktion, die geht ganz in Ordnung, vielmehr schaffen es Bass und Gitarre nicht ordentlich Druck aufzubauen. Da wäre vielleicht ein zweiter Gitarrist angezeigt oder ein anderes Gear-Setting. Immerhin beweisen Bands wie Manta, dass man auch mit nur einer Gitarre ordentlich braten kann, wenn man die richtige Ausrüstung hat. Natürlich will ich hier keinen Machine Head oder Cataclysm-Sound, aber der Klang auf Fundens Call sorgt immer wieder unbewusst dafür, dass man die Ohren auf Durchzug stellt. Ein kleines Manko einer ansonsten durchweg soliden Black-Metal-Platte. Zum Schluss wird's nochmal richtig schön assig. Devil's Hour, die ich auf dem Odyssey de Blasphemy sträflicherweise verpasst habe, hauen via Crawling Chaos Records eine EP raus. 22 Minuten räudiger Black'n'Roll-Punk, der jedem Ästheten die Locken aus der Friese bügelt.
Das atmet den Geist von Gigi Allen, Hookers und dem Typen, der mit 3 Promille unterm Tresen liegt und Motorhead a cappella zum Besten gibt. Das ist nichts für Feingeister und Freunde der polierten Oberfläche, aber es macht einfach mega Spaß. Das fängt bei den Pseudonymen der Herren Bert Cocaine, Wild Rogan, Joey Steel, Kyle Thunder und Johnny Doe an und endet nicht bei der Tatsache, dass sich die Band ernsthaft unter dem Namen Sex Rex gegründet hat. Ich mache mir jetzt erstmal ein Bier auf und lasse die Scheibe direkt nochmal durchlaufen. Einstweilen entlasse ich euch mit einem Zitat aus der Platteninfo, die eigentlich den Sound von Devil's Hour perfekt zusammenfasst. Als Deutschlands schlechtestes Lifestyle-Produkt behandelt die EP relevante zeitgenössische Themen wie Bier, pöbelhaftes Benehmen sowie Tod und Verfall. Habt ihr die Platten selbst schon gehört? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das hilft uns sehr. Bleibt true, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal auf TV Jungs Musik. Ciao.